Mr. Mike. Yo, ist Mr. Mike. Heute ein kleines Reaction-Video zu dem Video von J-Town, der Boy. Heißt, das Video ist jetzt vor 7 Tagen rausgekommen. Heute gucke ich es mir das erste Mal an. Ein kleines Reaction-Video dazu, weil er wollte so gerne wissen, was ich denn davon halte. J-Town hat mit mir zusammen ja ein Musikvideo gemacht, habt ihr schon ausgecheckt. King am Chiemsee, Mr. Mike, Alter, mega nice, wie ich finde, hier verlinkt, sonst irgendwo, checkt aus. Und jetzt nochmal kurz zu J-Town natürlich, ein Rapper aus Mainz, Frankfurt. Sehr talentiert, sehr geiler Flow, hört euch mal alles an, was er so hat. Mr. Mike, König am Chiemsee, ist jetzt dann mittlerweile auch auf Spotify rausgekommen. Und J-Town, früher ein leidenschaftlicher Baller, ne? Für den gab es damals nichts anderes außer Basketball. Dann leider Probleme mit den Knien bekommen und musste seine Karriere unglaublich schnell beenden, ne? Und ein wahrer Baller, der weiß, was da los ist, Herzschmerz vom Allerfeinsten. Ich meine, hey, was machst du? Dein Leben, deine größte Leidenschaft von heute auf morgen, so eine Art, kannst du es nicht mehr betreiben und dann suchst du dir erstmal was anderes. Ne? Leichter gesagt als getan. J-Town hat was gefunden und zwar Hip-Hop, Rap-Music. Ne? Und darin ist er halt wirklich auch nicht schlecht. Checkt ihn aus, lasst ein bisschen Liebe da. Ich auch schon immer der Meinung, Basketball und Hip-Hop, das war schon immer. Ne? In Deutschland weniger, aber in Amerika, wisst ihr selber, ist das einfach, das gehört zusammen. Ne? So, genug gelabert, checken wir uns das mal aus. Ich gucke es auf der PlayStation 5. Nice, ne? Weil ich sonst keine andere Kopfhörer habe. Ne? Das ist auch so eine Sache. Neue Hoodies am Start, ne? Nices Logo, www.mrmikeshop.com. So, genug mit der dreisten Schleichwerbung. Jetzt geben wir uns das mal ab und zu mal ein bisschen Pause drücken wahrscheinlich. Ich kenne den Sound nicht, ich kenne das Video nicht, ich kenne nur einen einzigen Slam von ihm. Den hat er mir damals schon geschickt, um ein bisschen zu haten. Mike, den mache ich auch über dich. Also der Junge war schon fit. Der war schon wirklich fit. Potenzial war auf jeden Fall da. Der Slam war böse. Bin gespannt, wann der kommt. So, jetzt geben wir uns das 3 Minuten und 30. Hier schon nice, Jordan Bryant. Der Typ von nebenan findet es zu laut. Hämmert an die Wand, hat mal wieder Stress geschoben. Hör mir das an und genießt chilliger Beat. Mal eben kurz in die Bucht geklettert. T-Bone in der Hand und paar Bassbretter. Er ist ein Lefty. Bisschen Autotune, typisch Studio-Rapper. Und die Step in das Game, denn du kannst mal schüttelt euch ab. Mach's wie 8731 für dein Vater. Schön, das klingt eiskalt. Eiskalt stehen lassen. Hier, der ist legendär. Der war schon krass, Alter. Das siehst du schon nicht oft so, ne? Oder bis er seine Kohle kriegt. Hab's mir nicht ausgedacht. Doch mit dem Park findet auch deine Oma sick. Kann man so sein? Ich weiß nicht. Dunkle Haare und ein bisschen stylisch. Hör zu, wenn Jay ins Mike spricht. Wenn sogar die Tauben verstummt, ist es heilig. Der Typ von nebenan findet das zu laut. Hämmert an die Wand, hat mal wieder Stress geschoben. Hör mir das an und genießt den Applaus. Hände hoch für die Crowd. Drop jetzt auf den Beat, Digga, alle am Start. Brauchen nix sonst außer Weed. Echt ein sehr chilliger Beat, Alter. Nix on point und ein geiler Bass. Ballert durch die Straße die ganze Nacht. Ich habe 1 gegen 1 gegen ihn gespielt, habt ihr das Spiel gesehen? Da hat er diese Lefties auch probiert, leider war er halt nicht fit. Daher hat er die halt nicht so gemacht, wie er sie hier gemacht hat. Ansonsten hätte ich wirklich ein großes Problem gehabt, das war mir schon klar. Ja, recht schön im Wurf, gell? Ich weiß nicht, in welcher Liga er gespielt hat, aber es sieht schon etwas höher aus. Oh, schön. Wo kommen diese Bälle aus dem Himmel?
Wo kommen diese Bälle aus dem Himmel her? Ein Leben lang gehasselt und er will noch mehr. Alles lila gelb, alles ist komplementär. Hard work all day, das ist legendär. Wo kommen diese Bälle aus dem Himmel her? Ein Leben lang gehasselt und er will noch mehr. Moment of silence. Drop it auf dem Beat, Digga, alle am Start. Echt musikalisch auch, das war echt fett. Point, du geiler Bass, ballert durch die Straße die ganze Nacht. Du kommst nicht klar, bist du high. Weg zum Ziel, viel zu weit. Noch ein Zug und du fühlst den Vibe. Dieser Leftige, es ist echt ungewohnt. Das ist der Leftige auch nicht oft eigentlich, gell? Also, finde ich schon eine Seltenheit, siehst du selten. Echt ein sehr, sehr, sehr schönes Video. Echt, das war wirklich ein sehr schönes Video. Da muss ich auch echt mal applaudieren. Ein super schöner, geschmeidiger, chilliger Beat. Text war cool. Basketball war cool. Ey, echt nice. Geht hier Pause. So, hey. Jay, echt gute Arbeit. Das hat auch Spaß gemacht. Schönes Feeling, das war echt. Das ist genau das, was ich meine. Hip-Hop und Basketball, vor allem in Deutschland, ne, auf diese Art und Weise zu kombinieren, ist natürlich für einen Rapper schwierig oder unmöglich, wenn er niemals Basketball gespielt hat. Ne? Jay, weil er ja ein Basketballer war, ein Baller, ist das für den einfach, verstehst du? Ansonsten der Rest von den ganzen Rappern in Deutschland, alles Fußballer oder sonst irgendwas, aber keine Baller, keine Basketballer, daher wird da auch diese Kombination nie entstehen können. Ihr wisst, worauf ich hinaus möchte, was schade ist. Also das ist, finde ich, so ein Vorzeigebild dafür, wo ich finde, ja, mehr Rapper müssten eine Basketballer-spielerische Vergangenheit haben. Dann würde auch der Basketball mit dem Hip-Hop, mit dem deutschen Hip-Hop, besser kombiniert werden. Weißt du, wie ich meine? Aber ja, es ist eh so ein Streitding, weil viele sagen, ja, deutscher Hip-Hop, Kacke oder sonst was. Ne, es ist Geschmackssache. Möchte ich keinem reinreden, wer was hören möchte. Ich fand den Song sehr cool. Checkt es aus. Spotify, Mr. Mike, King am Chiemsee und der Boy sind, glaube ich, doppelt. Ist irgendwo verlinkt, ansonsten bei Spotify suchen. Ich mache aber demnächst nochmal irgendwie Werbung. Ich bin auch auf Spotify mit einer Playlist. Mr. Mike Production, da findet ihr den Track natürlich auch nochmal drinnen. Und ansonsten Feedback geben, checkt den Jay aus, Instagram, YouTube, Spotify, wie gesagt. Bisschen Liebe da lassen, von Baller für Baller. Hip-Hop zu Hip-Hop und wem es halt taugt, dem taugt es, wem es nicht taugt, dem taugt es nicht. Da kann ich dann euch leider nicht weiterhelfen, das ist genauso mit meinen Videos oder sonst irgendwas. Ihr wisst ja, wie es ist, ne? Ja, Mann. So, vielen Dank fürs Zuschauen, euer Mr. Mike. Yo, Mr. Mike, Mike, Mike. Yo, Mr. Mike, Mike, Mike. Yo, Mr. Mike, 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 Mike. Yo, Mr. Mike, 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 Mike. Yo, Mr. 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 Mike, 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 Mike. Yo, Mr. Mike, 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 Mike.